Freunde, das iPad Pro in der 2024-Version hat eine Entwicklung ganz nach meinem Geschmack hingelegt. Denn im Vergleich zu seinem Vorgänger von vor 2 Jahren ist es nochmal dünner und leichter geworden und hat sogar noch mehr Power. Und dennoch, oder gerade vielleicht auch deswegen, stellt sich mir die Frage, für wen sich dieses iPad überhaupt lohnt. Wenn man Apples Keynote Glauben schenken mag, haben sie mal wieder die Technikwelt mit ihrem neuen iPad Pro völlig revolutioniert. Haben sie natürlich nicht. Sie haben nach 2 Jahren einen neuen, leistungsstärkeren Prozessor eingebaut. Das nennt man eine zwingend erforderliche Evolution, wenn ein Gerät weiterhin am Markt bestehen soll. Was sie aber definitiv gemacht haben, ist, den Käufern des gerade mal im März erschienenen MacBooks mit dem M3-Chip einen Schlag ins Gesicht zu verpassen. Wenn ich mir jetzt für sehr teuer Geld die gerade erschienene neueste Version eines Apple-Produkts kaufe, dann gehe ich eigentlich davon aus, dass darin auch die neueste und vor allen Dingen auch beste Technik verbaut ist, die dieses Unternehmen gerade zu bieten hat. Wenn dann, wie in diesem Fall, nur 2 Monate, also gerade mal 8 Wochen später, ein viel leistungsstärkerer M4-Prozessor genau dieses Unternehmens rauskommt, ist mein Produkt mit dem M3-Chip nach nur 8 Wochen bereits überholt. Also ich persönlich hätte mich definitiv schwarz geärgert und ich verstehe, wie viele nicht, dass nicht direkt der M4-Chip in die MacBooks eingebaut wurde. Ein neues Schnippchen, das Apple schlägt, ist zudem, dass es den M4-Prozessor in verschiedenen Ausfertigungen gibt. Wenn ihr die 256 oder 512 GB Speichervariante kauft, bekommt ihr eine CPU mit 9 Kernen, wovon 3 Performance-Kerne sind, sowie 8 GB RAM, also Arbeitsspeicher. Wenn ihr zu den nicht unwesentlich teureren 1 oder 2 Terabyte Modellen greift, erhaltet ihr eine CPU mit 10 Kernen, wovon 4 Performance-Kerne sind, sowie 16 GB Arbeitsspeicher. Und das hat Apple mal wieder verkaufsstrategisch herausragend inszeniert. Hier hast du das neue iPad Pro mit dem M4-Prozessor und 9 Kernen und 8 GB Arbeitsspeicher, aber es gibt für 730 Euro mehr die eigentliche High-End-Performance mit 10 Kernen und 16 GB Arbeitsspeicher. Wenn man sich nun für die kleineren Modelle entscheidet, wird einem direkt das Gefühl vermittelt, nicht die leistungsstärkste Option gewählt zu haben. Das Perfide an der ganzen Sache ist nur, ich kann mir für 99,99% der Nutzer kein Szenario vorstellen, in dem überhaupt die Performance der 9 Kerne und der 8 GB Arbeitsspeicher auf einem Tablet ausgeschöpft werden könnten, wo man sagt, ja, hätte ich jetzt mal die 10 Kerne. Apple führt einen nur allzu gerne an der Nase herum und auch und insbesondere emotional, um seinen Kunden noch mehr Geld aus der Tasche zu ziehen. Was man Apple aber wirklich lassen muss, ist, dass sie das neue iPad Pro 0,6 mm schlanker und 22 Gramm leichter gemacht haben als noch den Vorgänger und es dennoch geschafft haben, einen identisch großen Akku zu verbauen. Das nenne ich Fortschritt. Mit dem 5,3 mm schlanken Gehäuse überholt das neue iPad Pro sogar das mega dünne Samsung Galaxy Tab S9 Ultra und das Huawei MatePad Pro, die eine Dicke von 5,5 mm messen. Man packt das iPad Pro aus und ist wie immer bei Apple überwältigt von der Qualität der Materialien, des jetzt wirklich ultradünnen Designs und des mit 444 Gramm angenehm leichten Gewichts und man schaltet es ein und wird von unfassbar dicken Displayrändern begrüßt. Ich meine, was zur Hölle? Beim Galaxy Tab S9 Ultra nimmt das Display 90% der gesamten Front ein. Beim Huawei MatePad Pro sind es sogar 91%. Beim aktuellsten und teuersten iPad Pro Modell im Vergleich nimmt das Display nur traurige 84% ein. 84! Das heißt, 16% der Front sind Displayränder, also einfach schwarz und nutzlos. Ich meine, das Jahr 2015 hat angerufen, sie hätten gerne ihre Displayränder zurück. Was aber auf jeden Fall der Knaller ist beim iPad Pro, ist das neue Ultra Retina XDR Tandem OLED Display. Das heißt, sie haben nicht nur ein OLED Display verbaut, sondern gleich 2, also
übereinander. Die Farbtiefe und Schärfe des Displays ist wirklich herausragend und bei 1600 Nits in der Spitze wird es auch richtig schön hell. Um damit zu arbeiten, Videos darauf zu schauen und zu schreiben, das macht einfach richtig viel Spaß. Wenn ihr euer nagelneues iPad Pro oder iPad Air vor Beschädigungen auf dem Display und dem Gehäuse schützen wollt, kann ich euch das clevere und stilvolle Zubehör von ESR empfehlen. Für das Display eures iPads gibt es den Amorit Display Schutz aus gehärtetem Glas in Militärqualität, der Stößen von bis zu 50 Kilogramm standhält. Das Anbringen des Display Schutzes ist mit dem mitgelieferten Applikationskit super easy und das Cutout für die Kamera ist sehr präzise. Alternativ gibt es noch den Magnetic Drawing Screen Protector mit einer matten Oberfläche, auf der sich das Schreiben anfühlt wie auf Papier. Und zum Schreiben gibt es dann den Digital Pencil Pro von ESR, den ihr entweder magnetisch direkt am iPad oder per Kabel laden könnt. Als Case kann ich euch das Shift Magnetic Case für das iPad empfehlen. Es ist so praktisch, weil ihr euer iPad entweder vertikal oder horizontal anbringen und in nahezu jedem Winkel aufstellen könnt. Das Case trägt nicht sonderlich auf und hat sogar Platz für den Digital Pencil Pro. Den Link zu den ESR-Produkten findet ihr unten in der Videobeschreibung. Was gleichzeitig mit dem neuen iPad Pro und iPad Air vorgestellt wurde, ist der neue Apple Pencil Pro, der mit neuen Funktionen ausgestattet ist. Es gibt neben dem bisherigen Double Tap, um vom Stift zum Radierer zu wechseln und umgekehrt, jetzt die Funktion, dass ihr den Pencil Pro drücken könnt, um das Kontextmenü des Stiftes zu öffnen, sodass ihr zum Wechseln des Stiftes oder der Farbe nicht mehr zum unteren Bildschirmrand gehen müsst. Es öffnet sich einfach immer exakt dort, wo ihr euch gerade mit der Spitze des Stiftes befindet. Das ist wirklich richtig praktisch, wenn man viel mit dem Stift zeichnet. Diese neue Drehfunktion hat sich mir allerdings noch nicht so richtig erschlossen. Ich drehe den Stift und dabei dreht sich dann die Stiftspitze unten mit, um eben die Strichstärke unterschiedlich nutzen zu können. Jedenfalls möchte ich jetzt ganz gerne an dieser Stelle in die Diskussion einsteigen, für wen das neue iPad Pro überhaupt sinnvoll ist. Und bei der Beantwortung dieser Frage spielt der Preis wie immer eine sehr, sehr große Rolle. Das iPad Pro kostet in der kleinsten Variante 1.199 Euro. Das vor 2 Monaten erschienene MacBook Air mit dem M3-Chip kostet 1.299 Euro, also nur 100 Euro mehr, hat aber auch statt einem 11-Zoll-Display ein 13-Zoll-Display. Wenn man jetzt aber sagt, man möchte gerne das leistungsstärkste neue iPad Pro, muss man mindestens zum 1-Terabyte-Modell greifen, das in der 11-Zoll-Variante mindestens 1.929 Euro kostet. Das neue MacBook Pro mit dem M3 kostet in der 1-Terabyte-Variante mit 2.229 Euro nur 300 Euro mehr. Man hat dann aber ebenfalls ein 13-Zoll-Display. Und MacBooks sind einfach viel, viel vielseitiger als das iPad, weil man hier nicht auf den beschränkten Apple Store angewiesen ist, sondern sich eben bei allem die vollwertige Software herunterladen kann. Die Kernfrage ist also für mich, wie sehr braucht man für seine Arbeit oder sein Hobby einen Apple Pencil? Denn das ist das Einzige, was ein iPad dem MacBook tatsächlich voraus hat. Braucht man den Apple Pencil nicht? Warum kauft man sich dann nicht ein MacBook für die Arbeit, das genauso leistungsstark oder vielleicht sogar noch leistungsstärker und unendlich vielseitiger ist und zusätzlich für die Handlichkeit und zum Mitnehmen einfach ein iPad Air, zum Beispiel von vor 2 Jahren. Ich finde, an keinem anderen Modell zeigt sich noch der Klassiker so schön, dass Apple mal die Marke der Kreativen war. Der Designer, der Künstler und der Fotografen. Das iPad Pro ist mehr denn je definitiv für die Menschen, die unterwegs Fotos und Videos bearbeiten, malen und kreativ sein wollen. Und das zwinget mit dem Apple Pencil. Denn sonst könnte man sich ebenso gut einfach ein aktuelles MacBook kaufen und ein günstigeres iPad zum Lesen, Filme schauen und ab und an mal Notizen mit dem Apple Pencil machen. Für alle, die tagtäglich auf den Apple Pencil in ihrer Arbeit angewiesen sind und dabei die größtmögliche Performance benötigen, die ist in einem iPad gibt, weil sie zum Beispiel 4K-Videos rendern, warum auch immer auf einem Tablet. Für die ist das iPad Pro ein gutes Upgrade, vor allem mit der Power für ihr tägliches Handwerkszeug. Für alle anderen, die keine Grafiker oder Content Creator sind, ist das iPad Pro ein absoluter Luxusgegenstand, weil zum Netflix schauen oder E-Mails bearbeiten oder ab und an mal eine Notiz zu machen, braucht man diese Performance definitiv
nicht. Das ist wie einen Ferrari zu kaufen, um damit zum nächsten Briefkasten zu fahren. Kann man machen. Ich bin definitiv nicht diejenige, die den ersten Stein auf Menschen wirft, die viel Geld für Technik ausgeben. Ich persönlich versuche dabei allerdings immer nur zu schauen, dass das, was ich da kaufe und wofür ich viel, viel Geld ausgebe, auch zu meinen Bedürfnissen passt und ich das Geld nicht unnötig verschwende. Ob das neue iPad Pro nur dafür gemacht wurde, den Kunden Geld aus der Tasche zu ziehen oder aber das beste Preis-Leistungs-Verhältnis überhaupt hat, entscheidet sich meiner Meinung nach im Juni auf der kommenden Entwicklerkonferenz von Apple. Denn ganz vielleicht stellt Apple dort völlig neue, bahnbrechende KI-Modelle vor, die unseren Alltag revolutionieren und für die diese krasse Performance des neuen M4-Chips auf einem Tablet notwendig sein wird. Denn dann würde das Ganze wenigstens wieder halbwegs Sinn machen. Ich für meinen Teil bin wirklich mehr als gespannt, ob Apple endlich beschließt, sich auch an der Weiterentwicklung der KI zu beteiligen und mit dem neuen iPad Pro mit dem M4-Prozessor dafür vielleicht bereits die Weichen gestellt hat. Ich hoffe, meine Erfahrungsberichte zum neuen iPad Pro oder vielmehr meine Meinung dazu heute hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann drückt unbedingt den Like-Button und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, denn das ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass ich auch zukünftig solche Videos für euch produzieren kann. In diesem Sinne, Freunde, ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Muah.